Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Matchmaking auf Mirage. Das hier könnte wieder der Uprank zum LE sein. Wir haben gestern noch 3 Spiele bei Wallen im Stream gespielt und haben alle gewonnen. Unser letztes Fear-Game war auch ein Win, also jetzt habe ich 4 Wins im Rücken. Oh nein, die sagen ja, oh, was kaufe ich hier? Nein, what the fuck? Macht nichts. Ist nicht schlimm. Naja, dann molle ich jetzt hier einfach rein und hoffe aufs Beste. Nun ja, die letzten 3 Spiele gestern waren ziemlich krass. Vor allem hatte ich auch richtig dick Punkte. Ich hatte im ersten 86, im zweiten 68 und im dritten dann nochmal 60 oder 59. Also die sind incoming. Die sind echt ultra, ultra gut gelaufen, punktetechnisch. Ich bin abgegangen wie ein Schnitzel. Es war alles hier schön mit dem Main. Die letzten 2 Spiele hatten wir auch einen Supreme dabei. Da hatten wir dann gegen einen Supreme im Gegnerteam oder LE, ich glaube gegen eine Only LE Lobby gespielt. Das war dann ziemlich chillig. Ja, ich wollte gerade sagen, ich verrecke hier bei einer HP. Mal gucken, was wir jetzt hier rausholen können aus dem Spiel. Wir wollen uns doch nicht versteifen, wir wollen Spaß haben, Digga. Spaß im Leben. Und im Spiel. Vor allem im Spiel. Das soll ja Spaß machen. Das macht den Spaß. Und T-Ramp von Palace. Sandwich. Ob das viel Spaß macht, ich weiß nicht. Nicht kaufen, gell? Alle gucken sich um. Wer kauft denn hier jetzt? Bounty Hunter? Nicht. Aber ich hol Pistole. Achtung, jetzt passt er auf. 3, 2, 1. Oh, ich hab ihn getroffen. Zwar nicht in den Kopf, schade. Ach komm, leck doch deine Mutter ab, Mann. 34. Yeah! Naja, jetzt können wir endlich kaufen und jetzt ist rum mit der Übeltäterei, Leute. Come on, chop, chop. Okay, Bro, Double Nate. Scheinbar nicht. Jetzt einfach ganz genüsslich die Leute wegklatschen. Ich hab Krümel auf der Tastatur noch von gestern Abend vom Stream. Mann, ich hab die ganze Zeit diese Bacon-Chips gegessen. Oh, der eine spricht so Englisch. Mit ultra-englischem Englisch-Hardcore-Dialekt. I'm a flasher. I'm gonna drink a touch of time, mate. Von der Australian. One shot. He's half HP. Ich weiß nicht, aber das, T-Ramp one. Mid one. Nein. Egal, wir können wieder kaufen. Jetzt müssen wir echt was machen. Oh. Das ist doch die... Also ich weiß, viele sagen, es ist nicht zwingend eine City-Map. Ist es auch eine Team-Map oder ist es nur eine Team-Map? Ich sage, es ist eine City-Map. Beziehungsweise, letztens habe ich ja festgestellt, dass ich das wohl sage, weil ich mich auf City einfach wohler fühle. Weil man eben warten kann. Man muss taktisch warten. Und das ist... oder das mache ich schon gerne. Also dieses... Kommt her, weil ich dann automatisch den Vorteil habe. Ich muss nicht rushen, sondern ich kann warten und sie praktisch in mein Fadenkreuz reinlaufen lassen. Aber dann ist es doch so, dass es bei Team meistens auch sehr gut klappt, also so ist es nicht. Purple sollte ins Window gehen, aber mit sind Spieler. Ja, jetzt ist unsere AWP weg. Und der M4-Spieler holt sie die ganze Zeit. What rank is this, frick Purple? it's B. Yellow, warum sagst du nichts? Hey, wo war denn Yellow? Er hat nichts gesagt, dass sie drauf sind. Obwohl er da hinten steht. Ja gut, aber er holt sie. Nice. Thanks. Er lässt mir sogar den Diffuse, was für ein krasser Boy! Let's put the Nase auf, ja. I catch a grenade for ya. Smokes on A. He's low HP in T-Ramp, one low HP. Ach, Schissel! Er hat noch 11 HP, komm schon! Nein, nicht ins Feuer! Wow, Jungs, macht langsam. Ja, schön Molly drauf, sehr gut. Fackel ab, 11 HP, Sack! Last one low, 11 HP. Komm schon, ja, nice! Sehr schön, haben sie gut gemacht. Jetzt brauche ich unbedingt einen Drop. Oh. Hop in mit one. Die Nachricht kam minimal zu spät. Ich bin scheinbar jetzt der B-Spieler, wo ich nichts dagegen habe. Auf A lief es ja nicht so ultra nice. Oh, ihr pisst Pantoffeln, one upper mid. Ich versuche den Kerl bei der Bombe zu unterstützen, es sind nur noch 2, das heißt, wir haben eigentlich gute Chancen. Ich brauche nur noch eine Waffe oder so. Oh, okay. Nice. Schön gebaitet. Am Ultra Low HP. Ich hab so Schiss. He's running away, I think. Yeah. Sehr gut. Die Runde haben wir souverän geholt. Nicht gehuntet. Einfach nur warten. Alles ist cool. So macht man das. Zumal ich ja Ultra Low war. Also ich hätte echt auf die Nase bekommen können. Instant. Und a stepping in apartments. Be bumpy. Ich bin gerade echt weit entfernt von einem Uprank, wenn ich so spiele. Der sollte wieder saven, oder? Oh, er hat ihn noch geholt. Nice. Oh, nice. Nur noch einer. Let's try. Der war etwas übermütig mit dem Hin- und Herspringen. Aber er hat auch keinen Diffuse gehabt. Also er hätte zwingend Diffuse aufheben müssen, um zu diffusen. Sonst wäre das eh in die Hose gegangen. Also trotz der Kills hätte das nicht geklappt. Thanks. Oh Gott, jetzt CZ. Ich bin jetzt nicht wirklich ein Glanzstück mit dem Teil. Wisst ihr, ja? Aber so eine AK geht schon mal gut rein. Oh, ich gehe in die Smoke, um nach Palace zu gucken und werde gekillt von einem, den ich nicht sehe. Ich mache aber auch echt gerade Kacknoob-Moves. Ich gehe an einen vollen, nicht geklärten Spot und gehe einfach mal
komplett so halb durch den Smoke, dass ich kaum was sehe und die anderen mich so ein bisschen sehen können. Ich weiß nicht, wo jemand ist und regt mich dann auch noch auf. Ist lächerlich. Also wenn wir ab jetzt alle Runden holen, dann ist es nochmal eine Sache, die man auf jeden Fall durchziehen kann. Leute, ab jetzt noch die letzten zwei Runden auf. Wir müssen die holen. Sonst wird es echt eine ganz, ganz, ganz stinkende Partie. So, rein, Molly. Boom, nice. Ich gehe mal auf Mitte. Da war einer. Sehr gut, der brennt. Mir ist clear. So, ich schieb mal jetzt direkt. Ich hab den Spot, der jetzt nicht vorgehen kann, weil der Kollege da vorgeht. Der andere ist schon auf Mitte. Auf B sind zwei gefallen. Ich denke nicht, dass die hierher kommen. Und A ist ganz alleine. Blau kann zwar direkt hin verschieben, trotzdem braucht er eine Weile. Okay, jetzt ist B alleine. Das war jetzt irgendwie Dame. Und das ist A, sehr gut. What? Alles cool, alles cool. Die Runde ist immerhin unsere, das ist schon mal schön. Schau das da. Ich krieg jedes Mal immer nur einen Kill hin und verreck dann. Das ist gerade echt fucking nervy. Move it, move it. Vielleicht holen wir jetzt ja alles bei T. Wer weiß? Kann das sein? Au. Oh. Das war eigentlich mein Headshot, der Drecksack. One shot. Shot is down. I am short now. One behind. Von allen Seiten. Außer von hinten. Da hätte ich hinrennen müssen. Alter, was hat mir der Kollege gegeben? 42. Und wieder ein Kill und direkt verreckt. Hat er eine Wumme geholt? Nee. Also spätestens jetzt müssen wir aber reinkloppen. So richtig derbst. Und jetzt schön 16-13 rausspielen. Wäre ich dabei, Leute. Wäre ich dabei. Das passt schon. Also ich muss zumindest Punkte machen. Richtig, richtig fett Punkte. One short. Ich wäre jetzt hingegangen, hätte die zwei noch geholt. Da hätte ich vier Kills gemacht und die Mates wären noch zu dritt oder zu viert gewesen. Jetzt sind sie nur noch zu zweit. Ich meine, irgendwie war es natürlich klar, dass der auf Short ist, wahrscheinlich. Oh Gott, bitte nicht. Aber trotzdem hätte er mich nicht holen sollen. Das darf er nicht. Die offizielle Regel ist, wenn man als Team schon einige Runden Vorsprung hat, dann darf man solche Kills nicht mehr machen. Das ist logisch. Ja, okay, bye bye, LE. Der wird noch ein bisschen dauern. Window got hit. Sehr gut, Mann. Die geben nicht auf. Das ist schon mal extrem gut. I gonna stay apartments. Komm her, du Sack. Du kommst schon von hinten. Oh. Just let him come. Bitch! So. Die haben eine Eco, ne? Scheiße, Mann. Ich hab 17 Schuss. Fuck, sorry. Sorry, bro, it's not your fault. Das ist ein krasser... Sorry, it's not your fault, dude. Don't be sorry. Das ist ein cooler Kerl. Naja, der ist schon echt nice. Ich kann mich auch wieder überhaupt nicht beklagen mit meinen Mates. Die sind echt richtig nice drauf. Ja, coole Boys. Da raged keiner. Wir spielen 15-15. Jeder gibt noch 100%. Das ist geil. Also, ich kann nur immer wieder sagen, Trust Factor all the way. Und das Palace. Nein, 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 nein. Ich habe ihn gekillt. Ich fasse es nicht, wie dumm. Wo ist unsere Bombe? What the fuck, wo ist die Bombe? Die war eben noch da. Wo haben wir die denn hingetragen? Warum? Easy plant, easy win? Was war los? Schade, schade, aber dann wird der Rank halt die nächsten paar Games kommen. Was soll der Geiz? Vielleicht sogar live. Ich hoffe dennoch, dass es euch gefallen hat. Ihr wisst ja, man braucht auch schlechte Spiele, sonst kann man die guten gar nicht mehr genießen. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Noch einen wunderschönen Tag. Ciao.